Ja, moin zusammen. Ja, willkommen zum zweiten Teil der Getriebe, also des Automatikgetriebeölwechsels. Ja, wie gesagt, ich musste das Video ein bisschen aufteilen, war sonst zu lang und ich möchte auch nicht so ein paar Details möchte ich nicht weglassen. Und ja, wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. So, Schneidersitzarbeit, fusselfreier Lappen, ne? Viele kennen diese Industrielappen, ne? Die kann man immer wieder einschicken zum Waschen. So, die Ölwanne habe ich schon mal sauber gemacht, gereinigt. Je weniger Rückstände drin sind, umso weniger landet im Filter. Apropos Filter, unbedingt Markenware nehmen, bitte. So teuer sind die nicht und ihr lasst die da, ne? Wie gesagt, wenn es gut läuft, 60.000 Kilometer drin. Stehen bleiben ist meistens teurer. Magnet ist auch wieder drin, ist gereinigt. Ne? So, jetzt kommt die neue Dichtung. Die alte Dichtung noch nicht wegschmeißen, ne? Wenn ihr die da runtergezogen habt. Diese kleinen Metallhülsen hier müssen wir wahrscheinlich umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die damit enthalten sind. Eigentlich schon beim Meide, aber man weiß ja nie. Wir werden sehen. Hier sieht man auch ganz gut diesen höher stehenden Zapfen. Ich schnappe mir mal dieses Distanzstück. Das macht die Füllmenge des Getriebes aus. Ne? Musst du übrigens Einzelflaschenöl kaufen. Einer habe ich noch da oben stehen. Ja, Kanister angeklickt, nicht lieferbar. Ja, Bremsenreiniger, gerade nicht lieferbar. Weil nach Aussage des Zulieferers irgendein Bestandteil in den Bremsenreiniger gerade nicht zu finden ist oder nicht zu bekommen ist. So, das reicht schon, das sind Kunststoffteile, ne? Einfach nur ein bisschen anziehen. So, das hier ist die Füllhöhe im Getriebe. Ne? Alles, was darüber hinausgeht, fließt ab. Ne? Wenn die rausgezogen wird. Montieren das jetzt. Montieren das komplett.
Weil wenn die Ölwanne drunter ist, wollen wir da sowieso Getriebeöl reinkippen. Also von daher. Ölwanne ist vorbereitet. Hier haben wir die Dichtung. Hier ist, ist der neue Filter. Wie gesagt, Oktober 21 war der alte, ergo der erste. Ein 21er Baujahr. Ach, 21er, 2001er. Ach, guck mal, da sind neue Stahlhülsen dabei. Ne? Aber wie gesagt, wenn man es vorher im Paket nicht sieht, ob die Dinger hier dabei sind, erstmal die Dichtung aufbewahren, ne? Nicht sofort wegfeuern. Das ist schon mal gut. Das ist der neue Filter mit neuer Dichtung. Hier ist sie jetzt mit rausgekommen. Meistens bleibt sie stecken. Ja, da ist nichts mehr geschmeidig. Ja, ich gehe das mal noch zu. So. So. Magnet ist sauber. Ne? Auch unten rum. Wollen wir uns mal angucken, was da aus der Suppe rauskommt. Getriebeöl ist eigentlich dafür gemacht, das möglichst lange in der Schwebe zu halten. Deswegen gehe ich jetzt nur oben rum dran vorbei, so dass mein Kopf noch sieht. So, dann wollen wir mal gucken. Ah ja, das geht. Das geht noch. Das da, alles Teile aus eurem Getriebe. Ne? Deswegen alle 60.000. Ne? Long Life gibt es nicht, existiert nicht. So, dann haben wir nochmal das Getriebe offen. Ja, jetzt ist gut trocken. Die Ablagerungen sind gut weg, muss ich sagen. Ja. Jetzt tupfen wir vorsichtig die letzten Tropfen ab. Nur tupfen, nicht rubbeln. Ne? Sonst hast du hinterher Fasern da drin, das willst du auch nicht haben. So. So, jetzt gucken wir uns nächstes Mal. Hier oben, hier seht ihr den roten Deckel, ne? Muss ich jetzt irgendwie aufkriegen. Wie ging das nochmal? Aha, das ging ja einfach. Oh Gott. Okay, das ging, weil die sind wirklich einfach. Okay, wir haben das Getriebe auf. Mal gucken, ob hier irgendwo Dreck drin hängt. Nein. Jetzt schauen wir, wo der Ansaugstutzen ist. Der ist hier. Dann haben wir hier die Dichtung. Da kommt er natürlich rein.
So, so mal gucken, wo dieser Dorn hinkommt. Wahrscheinlich da rein, genau. Okay. Perfekt. Passt. Sehr gut. Neuer Filter. Also muss die Schrauben zusammensuchen. So, Ölwanne wieder drin. Filter drin, Ölwanne drin. Alles schön. So, und jetzt kommt das mit dem Überspülen. Dazu müssen wir erstmal Öl einfüllen. Der kommt jetzt hier rein. So, das ist ein bisschen blockiert. So, der Rest findet oben statt. So, jetzt haben wir den Schlauch. Da ist ein Trichter dran. Gerade erstmal vorgereinigt. Ne? So. Trotzdem noch einmal dran herputzen. Lieber zweimal putzen als Dreck im Getriebe. So. ATF 3H kriegen die Automatikgetriebe von VW. Also das hier. AG4 heißt das Ding. So soll eigentlich das Getriebeöl aussehen. Seht ihr gleich im Schlauch. Stand ein bisschen unten drin. Und der Schlauch erstmal wieder weg. So, durchgeschaltet und den lassen wir jetzt warm laufen auf N und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Ölwanne steht wieder drunter, ist jetzt gelaufen. Das bedeutet, wir haben das Getriebe innen überspült, haben die Getränke, die Gänge einmal durchgeschaltet. Einfach im Stand zwischen D und R und 1, 2, 3 und so weiter hin und her schalten. So, dann wird eine Runde gefahren. Und wenn es warm ist, nochmal ablassen. So, und wie man sieht, das sieht auch nicht besonders gut aus. Und deswegen haben wir das überspült. Ne? Ja. Schon wieder ein bisschen rot, aber auch schon wieder reichlich Schwebstoffe drin. Genau deswegen macht man das.
Einzige, was ich gleich noch anbaue, ist der Unterfahrschutz. So, wie man am Klickern hört, ist er jetzt brüllend heiß. Und jetzt machen wir den Überlauf nochmal leer. Frisches Öl und einmal durchgespült. Ne? Kein Hexenwerk. Alles zu Hause machbar. Ihr braucht eine Ölwanne, einen vernünftigen Werkzeugkasten. Dann ist das, habt ihr jetzt selber gesehen, das ist Kindergarten, ne? Das ist gar nichts. Ein paar Lappen, die nicht fusseln, und dann war's das. Jo, wie man sieht, der Golf ist wieder unterwegs. Schaltet gut. Der Besitzer freut sich über ein sehr spritziges Auto. Ja, reagiert jetzt wesentlich effektiver in Bezug auf Kickdown, auf Schaltpunkte und so weiter, alles in der Richtung. Das funktioniert ganz gut. Jetzt noch mal ein Hinweis, ne? Wenn ihr normal den Getriebeölwechsel macht und hinterher auf die Endstellung, also praktisch die endgültige Getriebefüllmenge haben wollt, laufender Motor auf P, dann die kleine Schraube hinten, also die Ablassschraube rausnehmen und Getriebeöl auffüllen, bis es anfängt rauszutropfen. Ne? Das ist dann der endgültige Stand. Ja? Und ich habe das jetzt mehrfach überspült, damit der Sifter rauskommt. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für einen normalen Ölwechsel. Ja. Nur noch mal als Hinweis gesagt, bevor jemand sagt, so von wegen, so macht man das aber nicht voll. Nee, so überspült man das Getriebe. Ne? Ich habe, ich glaube, 2 Liter habe ich es überspült, jedes Mal wieder laufen lassen, gefahren, gelaufen gelassen, gefahren. Und dann wieder und wieder und wieder rausgelassen. Und jetzt nach den nächsten 60.000 Kilometern kommt ein normaler Getriebeölwechsel mit Filter. Ne? Also so kompliziert ist das nicht. Und jetzt nochmal. P, Motor starten, Ablaufschraube raus. Wenn nichts rausläuft, auffüllen, bis es anfängt rauszutropfen, zumachen, optimaler Stand. Ne? Nur nochmal gesagt. Ne? Ist im Video, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig gut rübergekommen, wie man das macht. Okay, nur so als Hinweis zwischendurch. Dann habt ihr euren Getriebeöl ganz schnell gewechselt. Inklusive Filter. Oh, Ortsausgangsschild. Jetzt schaltet er schneller. Gut. Ja, passt soweit. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich arbeite so lange am Shop. Guck mal, dass ich Klamotten rankriege, die ich vorher testen kann. Die meisten habe ich schon getestet. Also von meinem Zulieferer, ich habe da schon, also die Verhandlungen sind gestartet. Ich muss nur noch gucken, dass ich irgendwo eine Plattform finde, wo ich selbst einen Shop kreieren kann, weil Amazon und sowas, alles in der Richtung, habe ich keinen Bock drauf. Gut, bis zum nächsten Video. Lasst euch nicht ärgern, schöne Woche, bis dann.